Es ist natürlich kein Wunder, dass biblische Lehren von falschen Religionen abgelehnt werden. Eine Lehre, an die wir oftmals dabei denken, ist die Gottheit Jesu, die von sogenannten christlichen Religionen oder beziehungsweise Sekten besser gesagt abgelehnt wird und von den Moslems natürlich. Die Gottheit Jesu ist so ein zentrales Thema, dass sich buchstäblich vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung zieht. Denn schon im ersten Buch Mose heißt es, lasst uns Menschen machen und es geht dabei, worum? Um die Trinität, um die Dreieinigkeit, die im Neuen Testament dann wirklich ausgesprochen wird, wirklich im Detail erklärt wird. Im Alten Testament noch nicht, aber wir sehen durch die Brille des Neuen Testaments natürlich die Trinität, die Dreieinigkeit schon im Alten Testament. So ein zentrales Thema. Und denken wir an Moslems. Moslems denken oder sie behaupten, dass Jesus nie auf irgendeine Art und Weise gesagt hätte, dass er Gott ist. Nun, hier ist das Ding, es gibt keinen Vers, in dem Jesus sagt, ich bin Gott. Und spielt auch keine Rolle, lieber Moslem. Es spielt deshalb keine Rolle, weil Moslems so oder so nicht an die Gottheit Jesu glauben würden. Auch wenn es diesen Vers gäbe, wo steht, wo Jesus sagt, ich bin Gott, würden sie trotzdem nicht an die Gottheit Jesu glauben, weil sie nicht daran glauben wollen. Weil sie natürlich an ihrer falschen Religion, ihrem Herzen festhalten. Also das ist einfach nur eine Ausrede, die sie haben. Ja, Jesus hat nie gesagt, dass er Gott ist. Nun, natürlich sagt die Bibel in etlichen Versen, dass Jesus Christus Gott ist. Jesus hat es auf indirekte Art und Weise immer wieder gesagt, dass er Gott ist. Und lass mich dir das sagen. Der Grund, warum die Juden Jesus töten wollten, warum sie gesagt haben, dass er die Todesstrafe verdient hat, und dann haben natürlich die Juden geschrien, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Was wäre der Grund, warum die Juden die Todesstrafe wollten für Jesus Christus? Der Grund war Gotteslästerung, weil sich Jesus Gott gleich gemacht hat. Also hier ist der Punkt. Für die Juden von damals, die Jesus gekannt haben von Angesicht zu Angesicht, war es so eindeutig, dass Jesus sich Gott gleich gemacht hat, weil er Gott ist. Es war für sie so eindeutig, dass sie ihn zum Tode verurteilen wollten. Aber Moslems kommen daher, natürlich eine Religion, die erst viel später entstanden ist, und behaupten, dass Jesus das nie gesagt habe. Und wie gesagt, es gibt nicht diesen eindeutigen Vers, wo Jesus sagt, ich bin Gott. Und weißt du was, mich als Christ interessiert das überhaupt nicht, weil die Bibel natürlich Gottes Wort ist. Und die Bibel lehrt in eindeutigen Versen, dass Jesus Christus Gott ist, wie ich dir dann gleich zeigen werde. Das ist kein apologetisches Video. Dieses Video richtet sich nicht an Ungläubige, richtet sich nicht an Moslems, sondern richtet sich an dich als Christ. Und du musst verstehen, wenn es zum Beispiel um das Gespräch mit Moslems geht, dass sie an die Bibel ganz einfach glauben müssen. Du wirst nicht irgendwie das perfekte Argument finden. Gibt es nicht. Denn sie wollen typischerweise nicht an die Gottheit Jesu glauben. Aber das ist, was sie tun müssen. Sie müssen glauben an die Bibel als Gottes Wort, was es auch in Wahrheit ist, und sich abkehren von den stummen Götzen. Johannes 10, Vers 30, da heißt es, ich und der Vater sind eins. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Er macht sich mit Gott gleich. So haben das die Juden verstanden und sie haben es richtig verstanden. Ja. Juden liegen nicht immer falsch, nur weil sie Juden sind. Sie haben es richtig verstanden, was Jesus gesagt hat. Moslems wollen das nicht unbedingt wahrhaben, aber nochmals, die Juden waren so überzeugt davon, es war für sie so klar, so eindeutig, dass Jesus sich Gott gleichgemacht hat, dass sie ihn deshalb zum Tode verurteilen wollten. Also es ist eine ziemlich klare Sache. Und wie gesagt, dieses Video richtet sich an dich als Christ. Wir wissen schon im Voraus, dass die Bibel eindeutig ist, dass Jesus Christus Gott ist. Das soll ein erbauendes Video für dich sein. Und ich will dir zeigen, auch, dass die Gottheit Jesu etwas ist, an das man natürlich glauben muss. Man muss ganz einfach an die Bibel glauben, das, was die Bibel lehrt. Und wir sind keine Apologeten, wir kommen nicht irgendwie mit sonst was für ausgefeilten Argumenten daher, denn Glaube beruht nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Weisheit, die Torheit in den Augen der Welt ist. Dagegen ist die Weisheit dieser Welt Torheit vor Gott. Aber das nur so am Rande. Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wiederum Steine auf. Was ist ihre Reaktion darauf, auf diese Aussage? Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortet ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Nur das sind ja nur die Juden, die das sagen. Nun, lass uns lesen, was in Johannes Kapitel 5, Vers 18 steht. Da heißt es nämlich, darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Und das ist so ein entscheidender, so ein wichtiger und interessanter Vers. Warum? Das hier ist nicht wörtliche Rede. Hier steht nicht irgendwie,
und Jesus sagte das und das, sondern das ist der unpersönliche Erzähler der Geschichte, der unpersönliche Erzähler, der hier sagt, darum suchten die Juden nur noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach und so weiter. Und natürlich, man könnte sagen, das war Johannes, der das geschrieben hat. Okay, wir kennen seinen Namen. Aber du kennst das aus einem Roman, den du liest. Es gibt den unpersönlichen Erzähler. Was damit gemeint? Das ist derjenige, der typischerweise keinen Namen hat, der die ganze Handlung, die Situation von außen sieht als mehr oder weniger allwissender Erzähler. Er erzählt alles von außen gesehen und er weiß natürlich, was abgeht. Aber die Charaktere in der Handlung, die wissen nicht unbedingt, was jemand anderes macht, was jemand anderes denkt. Der Erzähler, der steht außerhalb der Handlung. Er ist allwissend, er kennt die Handlung und beschreibt die Handlung von außen. Und ähnlich ist das hier, der Erzähler, der hier sagt, darum suchten die Juden nur noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich macht. Das ist keine wörtliche Rede, sondern es ist der Erzähler, der das hier sagt, der das schreibt. Und er weiß Bescheid. Und das ist eine gute Faustregel für das Studium der Bibel, um die Bibel richtig zu verstehen, dass der Erzähler in einem Text grundsätzlich vom Heiligen Geist inspiriert ist. Derjenige, der den Text geschrieben hat, der vom Heiligen Geist inspiriert wurde, denn die Bibel sagt, dass heilige Männer Gottes vom Heiligen Geist getrieben geredet haben. Ja, also sie waren vom Heiligen Geist inspiriert. Vom Heiligen Geist inspiriert haben sie gesprochen und wurde das Wort Gottes niedergeschrieben. Sie sprechen die Wahrheit, weil sie vom Heiligen Geist inspiriert wurden. Also, um jetzt wieder zurückzukommen zu Johannes 5, Vers 18, ist das die Wahrheit, was hier steht? Darum suchten die Juden nur noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Ist das hier die Wahrheit? Ja, es ist die Wahrheit. Es ist nicht einfach irgendjemand, der das sagt, es ist nicht einfach irgendein Jude, der das sagt, es ist nicht wörtliche Rede, sondern es ist der Erzähler, der das sagt, der vom Heiligen Geist inspiriert ist. Und daher ist es die Wahrheit. Das heißt, es ist hier die Wahrheit, dass Jesus den Sabbat brach. Es ist die Wahrheit, dass Jesus sich selbst Gott gleich machte. Und ich sage deshalb, dass es so ein interessanter Vers ist, weil viele Christen, vielleicht auch sogar gerettete Christen, sich schwer tun mit diesem Vers und ablehnen wollen, dass Jesus den Sabbat brach. Sie wollen das ablehnen. Sie wollen es nicht wahrhaben, denn sie wollen daran festhalten, dass Jesus alle Gesetze gehalten hat. Und ich komme gleich noch dazu, falls es jetzt komisch für dich klingt. Und dass er deshalb auch den Sabbat gehalten hat. Nun, hier ist das Ding. Jesus Christus hat nie gesündigt, okay? Jesus Christus ist Gott, er hat nie gesündigt. Er ist das makellose, perfekte Opferlamm. Er ist die zweite Person der Trinität. Okay, keine Frage, Jesus hat nie gesündigt. Aber laut der Bibel selbst, wenn du die Bibel nicht ablehnen willst, sondern Gottes Wort als das annehmen willst, was es ist, hat Jesus den Sabbat gebrochen, ja oder nein? Die Bibel sagt, dass Jesus den Sabbat gebrochen hat. Nochmals, es ist nicht irgendein Jude, der das sagt. Es ist keine wörtliche Rede, sondern es ist der Erzähler, der das von außen sagt. Es ist Johannes, der das hier schreibt. Der vom Heiligen Geist inspiriert ist, der es weiß und der Heilige Geist spricht nur die Wahrheit. Das ist Gottes Wort. Was ist aber, wenn die Bibel sagt, dass der Teufel zum Beispiel gesagt hat, ihr werdet wie Gott sein? Nun, der Erzähler oder besser gesagt der Schreiber, nehmen wir an, dass es Mose war, die Vermutung liegt nahe und es wurde natürlich im Nachhinein geschrieben. Niemand war im Garten Eden dabei, der das niedergeschrieben hätte, sondern es wurde natürlich im Nachhinein geschrieben, vom Heiligen Geist inspiriert. Der Schreiber ist vom Heiligen Geist inspiriert, also es stimmt, dass der Teufel das gesagt hat. Aber der Inhalt des Gesagten ist natürlich eine Lüge. Also, wenn es irgendwie heißt, der Teufel hat das und das gesagt, nun, wir wissen, dass der Teufel ein Lügner ist. Der Inhalt des Gesagten ist Lüge, aber es ist Wahrheit, dass der Teufel das und das gesagt hat. Also das nur als Erklärung. Und du musst das verstehen, dass natürlich der Schreiber vom Heiligen Geist inspiriert ist. Wenn du das nicht glaubst, ich meine, dann glaubst du nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Die ganze Bibel ist Gottes Wort. Alle Schrift ist von Gott angegeben. Und wir erfahren hier aus diesem Vers, dass Jesus sich selbst Gott gleich machte. Also, als die Juden gesagt haben in Johannes Kapitel 10, in Vers 33 müsste das sein, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst, lagen sie damit richtig? Ja, sie lagen natürlich damit richtig. Ich will dir zu Johannes Kapitel 5, Vers 18 aber ein bisschen mehr Kontext geben, zu dem Vers, wo es heißt, dass Jesus den Sabbat brach. Es heißt in Vers 15, Johannes 5, Vers 15, da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Also der Mensch, der von Jesus geheilt wurde, der hat das dann den Juden berichtet, dass es Jesus war, hat es ihnen gesagt. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, heißt es, weil er dies am Sabbat getan hatte.
Also Jesus hat am Sabbat dieses Wunder getan und für die Juden war das Arbeit. Oder für die Pharisäer und die Schriftgelehrten, für sie war das Arbeit. Sie suchten ihn zu töten, weil er es am Sabbat getan hatte. Und was antwortet Jesus darauf? Jesus antwortet nicht, aber hey, das war keine Arbeit, sondern Jesus gibt folgende Antwort. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Also stell dir die Situation vor. Jesus tut dieses Wunder am Sabbat und die Juden wollen ihn dafür töten. Aber Jesus sucht nicht irgendeine Ausrede oder irgendwas, sondern Jesus sagt einfach, hey, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Er sagt den Juden einfach ins Angesicht, hey, ja, ich arbeite bis jetzt, ich wirke auch. Mein Vater wirkt bis jetzt, also mit anderen Worten, mein Vater arbeitet bis jetzt und ich arbeite auch. Richtig, ich arbeite am Sabbat. Und was sagt dann der Erzähler? Nicht wörtliche Rede, sondern was sagt der vom Heiligen Geist inspirierte Schreiber? Darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Und ich will darauf ein bisschen eingehen, denn natürlich kann das auf den ersten Blick etwas komisch scheinen. Moment mal, Jesus hat den Sabbat gebrochen. Ich meine, Jesus sagt hier selbst, wörtliche Rede, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Ich arbeite auch. Jesus bestätigt im Grunde genommen, richtig, ich arbeite am Sabbat. Und der vom Heiligen Geist inspirierte Schreiber, was sagt er, dass Jesus den Sabbat brach? Warum, was hat es damit auf sich? Nun, wir wissen, dass Jesus nie gesündigt hat. Lass mich dir was verraten. Der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen. Nicht der Mensch um des Sabbats willen, sagt die Bibel, sondern der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen. Der Sabbat wurde gegeben, nicht irgendwie als Übung oder so, sondern der Sabbat hatte eine symbolische Bedeutung. Er wurde für den Menschen gemacht. Was hat der Sabbat für eine Bedeutung? Der Sabbat ist die Ruhe des Herrn. Am siebten Tag hat Gott geruht von seinen Werken. Das ist der Sabbat. Und genauso wie Gott geruht hat von seinen Werken am siebten Tag, ziehen wir in die Ruhe des Herrn ein, und zwar durch Glauben. Der Sabbat ist ein Symbol für Errettung. Dass wir in die Ruhe des Herrn einziehen, heißt es im Hebräerbrief. Und das ist bezogen auf die Errettung. Also wir als Christen, wir haben sozusagen jeden Tag Sabbat. Ja, wir haben Sabbat dadurch, dass wir gerettet sind. Und wir ruhen von unseren Werken, sagt die Bibel ungefähr, genauso wie Gott von den Seinen ruhte. Also wir ruhen uns den Weg zum Himmel. Wir arbeiten uns nicht den Weg zum Himmel, sondern wir ruhen uns den Weg zum Himmel. Es gibt kein einziges Werk, das wir tun müssten oder überhaupt könnten, um in den Himmel zu kommen, um gerettet zu werden. Das ist, was der Sabbat symbolisiert. Deswegen durfte am Sabbat nicht gearbeitet werden. Und wer arbeitete am Sabbat, der hat die Todesstrafe bekommen. Denn wenn du denkst, dass du durch gute Werke in den Himmel kommst, dann wirst du zur Hölle fahren. Deswegen gab es die Todesstrafe auf den Sabbat. Das hat eine symbolische Bedeutung. Also, wer arbeitet für unsere Rettung? Sind wir das, die arbeiten für unsere Rettung? Nein, sondern Gott arbeitet für unsere Rettung. Jesus Christus hat gearbeitet für unsere Rettung. Er hat am Kreuz gelitten für unsere Rettung. Er ist zur Hölle gefahren. Er ist auferstanden von den Toten. Er hat sein Blut dargebracht im himmlischen Heiligtum und. Jesus Christus arbeitet für unsere Rettung. Deswegen hat Jesus am Sabbat gearbeitet, um zu zeigen, ihr ruht, ihr sollt ruhen, ich arbeite. Das nur zu dem Thema Sabbat, warum Jesus tatsächlich den Sabbat gebrochen hat und es für ihn keine Sünde war. Jesus tat die Arbeit am Kreuz. Und wenn wir falsche Religionen, Leuten aus falschen Religionen damit konfrontieren beim Seelengewinn, dass Jesus Christus nicht nur der Sohn Gottes ist, sondern auch selbst Gott ist, etwas, was manche entgegnen, ist ungefähr sowas wie, aber es ist doch Jesus, der am Kreuz gestorben ist und nicht Gott. Also sie glauben, viele falsche sogenannte christliche Religionen, sie lehnen die Gottheit Jesu ab, aber sie glauben zwar, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sie glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er am Kreuz gestorben ist, aber sie glauben nicht, dass er genauso Gott ist, wie der Vater Gott ist. Okay. Wie kann man das erklären, dass Jesus Christus Gott ist? Ja, viele, wie gesagt, falsche christliche Religionen, sie wollen das nicht verstehen, dass Jesus nicht nur der Sohn Gottes ist, sondern auch selbst Gott ist. Apostelgeschichte 20, Vers 28 sagt, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also nochmals, um die Gemeinde
Gottes zu hüten, die er, auf wen bezieht sich das er? Es bezieht sich auf Gott, denn das ist das Wort, das unmittelbar davor steht. Das einzige Wort, auf das sich er logischerweise beziehen muss in diesem Satz. Die er, die Gott durch sein eigenes Blut erworben hat. Also, lass mich dir die Frage stellen, welches Blut wurde am Kreuz vergossen? Gottes Blut wurde am Kreuz vergossen. Also dieser Vers ist ein guter Vers, um jemandem zu zeigen, ja, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, er ist am Kreuz gestorben und Jesus Christus ist Gott. Denn welches Blut wurde vergossen am Kreuz? Es ist Gottes Blut. Also ja, Gott ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Amen. Das ist, was die Bibel hier eindeutig lehrt. Ein super Vers, um zu zeigen, dass nicht einfach ein Mensch am Kreuz gestorben ist. Jesus Christus ist zu 100% Mensch und zu 100% Gott. Es ist Gottes Blut, das vergossen wurde. Gott ist am Kreuz gestorben. Denn es gibt Leute, die tun sich schwer damit, wenn sie aus einer falschen Religion kommen, dieses Konzept zu verstehen, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, der Sohn Gottes, und dass der Sohn Gottes aber genauso zu 100% Gott ist wie der Vater Gottes. Gottes Blut wurde am Kreuz vergossen. Apostelgeschichte 20, Vers 28, unbedingt markieren in deiner Bibel, so ein wichtiger Vers. 1. Johannes 5, Vers 20, der eindeutigste Vers in der ganzen Bibel wahrscheinlich, meiner Meinung nach, um zu zeigen, dass Jesus Christus Gott ist. Da heißt es in 1. Johannes 5, Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Ich meine, was für ein toller Vers, was für ein eindeutiger Vers. Und ich liebe diesen Vers am Ende, Vers 21. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Und im Kontext des gesamten Johannesbriefes, es ist ein toller Vers, denn es gibt viele tolle Aussagen zur Trinität, zur Dreieinigkeit im ersten Johannesbrief. Und was lesen wir dann am Ende? Hütet euch vor den Götzen. Hütet euch vor diesen falschen Göttern. Denn falsche Religionen lehren, dass Gott eins ist. Also im Sinne von eine Person. Aber dagegen sagt die Bibel, dass der wahre Gott, der lebendige Gott, drei Personen ist, aber nur ein Gott. Jesus Christus ist Gott, der Sohn ist Gott, der Vater ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Sie sind drei verschiedene Personen, aber doch nur ein Gott. Wir sollen uns hüten vor den Götzen. Andere Religionen, sogenannte christliche Religionen, die an Jesus glauben, aber die Gottheit Jesu ablehnen, sie sind nicht gerettet. Sie beten buchstäblich einen Götzen an, einen falschen Gott. Du musst an den richtigen Gott glauben. Und der richtige Gott ist dreieinig. Und das ist keine Folge über das Thema der Dreieinigkeit, sondern hier geht es natürlich explizit um das Thema der Gottheit Jesu, dass Jesus Christus wahrhaftig Gott ist. Aber das hängt stark zusammen mit der Dreieinigkeit. Ich werde dir in der Beschreibung unten ein paar Folgen verlinken zu dem Thema der Dreieinigkeit. Also was haben wir gesehen? Jesus hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Jesus hat sich damit Gott gleich gemacht. Und das ist auch, was die Bibel eindeutig sagt, dass sich Jesus Gott gleich gemacht hat. Denn er ist Gott. Und die Juden lagen mit diesem Verständnis richtig. Deswegen wollten sie ihn sogar umbringen. Wir haben eindeutig gesehen, dass am Kreuz Gottes Blut vergossen wurde. Jesus Christus, Gott im Fleisch, ist am Kreuz gestorben. Und es ist ein super Vers, Apostelgeschichte 20, Vers 28, um jemandem zu zeigen, hey, ja, es ist der Sohn Gottes, der am Kreuz gestorben ist, aber rate mal, wer das ist. Das ist Gott im Fleisch. Und 1. Johannes 5, Vers 20, eindeutiger Vers, dass Jesus Christus der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist. Hütet euch vor den Götzen. Leute, die sagen, sie glauben an Jesus, aber sie glauben nicht an die Trinität, sie sind nicht gerettet, sie beten einen Götzen an, da können sie noch so sehr Jesus lieben, in Anführungszeichen, das bedeutet überhaupt nichts. Was bedeutet das für uns, dass Jesus Christus Gott ist? Was bedeutet das für uns, dass Jesus all unserer Anbetung würdig ist? Apostelgeschichte 10, Vers 25 sagt, als nun Petrus gerade hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Also was wir hier sehen ist, als Petrus gehuldigt wurde durch Cornelius, was war seine Reaktion darauf? Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Okay, also mit anderen Worten, Menschen sollen nicht angebetet werden. Menschen sind nicht unserer Anbetung würdig. Nun, Jesus Christus ist zu 100% Mensch, aber auch zu 100% Gott. Was sehen wir in Matthäus Kapitel 28, Vers 9? Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, nach seiner Auferstehung ist das, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Jesus reagiert gar nicht irgendwie darauf, dass er ihnen irgendwie sagt,
hey, steht auf, geht weg. Nein, Jesus nimmt die Anbetung an. Warum nimmt Jesus wohl, der sinnlos ist, der perfekt ist, die Anbetung an? Weil er in Wahrheit Gott ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser Retter, der Gott im Fleisch ist. Und er nimmt deshalb Anbetung an. Dagegen Menschen in der Bibel oder auch der Engel, der Bote in der Offenbarung, und ich glaube, dass das ein Mensch ist, da ist die Offenbarung ziemlich eindeutig. Johannes fällt vor den Füßen des Engels, des Boten könnte man sagen, denn Engel bedeutet Bote und es ist ein Mensch in der Offenbarung. Johannes fällt vor seinen Füßen nieder, er will ihm auch huldigen und genau die gleiche Reaktion. Ich kann es jetzt nicht zitieren, aber er lehnt auch die Anbetung ab. Dagegen Jesus Christus nimmt die Anbetung an, weil er Gott ist. Apostelgeschichte 7, Vers 59. Jesus ist all unserer Anbetung würdig. Was lernen wir davon? Was bedeutet das für uns, dass Jesus Christus Gott ist? Die Gottheit Jesu bedeutet für uns, dass Jesus all unserer Anbetung würdig ist. Apostelgeschichte 7, Vers 59 sagt, und sie steinigten Stephanus, achte jetzt darauf, der Gott anrief und sagte, was sagte er? Er rief Gott an und was sagt er? Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Also, die Bibel sagt uns wieder, es ist nicht der unpersönliche Erzähler, denn wir wissen natürlich, dass die Apostelgeschichte von Lukas geschrieben wurde. Aber der Erzähler oder der Schreiber, er ist vom Heiligen Geist inspiriert und er sagt, dass Stephanus Gott anrief. Wir wissen, dass es richtig ist, dass er Gott anrief. Und was sagt Stephanus? Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Also wir erfahren hieraus natürlich auch, dass Jesus Christus Gott ist. Und wir erfahren hier daraus, dass Jesus unserer Anbetung würdig ist. Wir sehen in der Bibel natürlich immer wieder, dass Jesus angebetet wurde. Stephanus ruft Jesus an, er ruft Gott an, er betet zu ihm. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Wir müssen natürlich, um überhaupt erst gerettet zu werden, den Namen des Herrn anrufen. Rat mal, wer der Herr ist. Jesus Christus ist der Herr. Und woher kommt der Name der Herr? Der Herr ist nicht einfach ein allgemeines, generisches Wort, sondern der Herr ist Gottes Name. Und diesen Namen erfahren wir natürlich schon im Alten Testament. Und wer wird im Neuen Testament als der Herr bezeichnet? Jesus Christus, weil er Herr ist. Er ist Jehova. Jesus Christus ist Gott. Jesus Christus ist unserer Furcht wert. Gott ist unserer Furcht wert, ja, natürlich. Aber rate mal was, Jesus Christus ist auch unserer Furcht wert. Genauso wie der Vater unserer Furcht wert ist, ist der Sohn unserer Furcht wert. Das lernen wir aus der Gottheit Jesu. Psalm 2, Vers 11 sagt, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Du solltest den Herrn Jesus Christus fürchten. Du solltest dem Herrn Jesus Christus all deine Anbetung geben, all deine Ehre geben. Dem Lamm in der Offenbarung wird alle Ehre, alles Lob gegeben. Genauso wie der Vater unserer Anbetung und unserer Furcht würdig ist, ist auch der Sohn unserer Anbetung, unserer Furcht würdig. Das Wort Gottes ist unserer Anbetung wert. Wir lernen aus der Gottheit Jesu, dass das Wort Gottes unserer Anbetung wert ist, denn Jesus Christus selbst ist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also im Anfang war das Wort, bevor irgendetwas geschaffen wurde, war das Wort Gottes. Ja, das Wort Gottes. Natürlich nicht in Form eines Buches niedergeschrieben, aber das Wort, es hat schon existiert. Aber das ist nicht einfach irgendwie ein mysteriöses Konzept, sondern wie geht der Vers weiter? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ah, okay, also da war eine zweite Person neben Gott, dem Vater. Und das Wort war Gott. Ah, und diese zweite Person ist auch gleichzeitig Gott. Okay, also Jesus Christus ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist Jesus Christus. Das Wort Gottes ist nicht einfach nur ein Titel für Jesus, sondern das Wort wurde Fleisch, sagt die Bibel. Also das Wort Gottes ist buchstäblich Jesus Christus. Das Wort Gottes ist göttlich. Jesus Christus ist zu 100% Gott. Das Wort Gottes ist unserer Anbetung wert. Wir werden manchmal beschuldigt, dass wir irgendwie die Bibel als Götzen verehren. Nun, dann beschuldige ich dich im Gegenzug, dass du ein Gotteslästerer bist und ich liege mit meiner Beschuldigung richtig. Die Bibel, Gottes Wort, und ich spreche nicht von dem Buch, sondern von dem Inhalt natürlich, Gottes Wort ist buchstäblich Gott. Oder würdest du nicht sagen, dass Jesus Christus Gott ist? Dann nochmals, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ich habe das, glaube ich, nicht ganz richtig zitiert. Aber der Punkt ist der, die Bibel, Gottes Wort, ist unserer Anbetung würdig. Und denk nicht irgendwie,
dass es dabei um das Buch geht. Ich will das klarstellen. Falsche Religionen, sie beten einen Gegenstand an. Wir beten keinen Gegenstand an, wir beten den Sohn Jesus Christus an. Und der Sohn Jesus Christus ist das Wort Gottes. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Psalm 138, Vers 2. Denn über deinen ganzen Namen hinaus hast dein Wort du groß gemacht. Über Gottes Namen hinaus hat Gott sein Wort groß gemacht. Die Bibel, Gottes Wort, ist unserer Anbetung würdig. Das lernen wir aus der Gottheit Jesu. Christus ist der Schöpfer. Wenn Jesus Christus Gott ist, dann ist Christus der Schöpfer. Das lernen wir aus der Gottheit Jesu. Gott sprach, es werde Licht. Also Gott hat alles in Existenz gesprochen. Durch Gottes Wort wurde die Welt geschaffen, wurde die Erde geschaffen und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Hebräer Kapitel 1, Vers 1 sagt, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Die Bibel sagt, dass Gott, und oftmals sagt die Bibel ganz einfach Gott und meint damit aber im Kontext den Vater, was aus dem Kontext eben ersichtlich wird. Die Bibel lehrt, dass der Vater alles durch seinen Sohn Jesus Christus geschaffen hat. Gott sprach, es werde Licht. Er hat alles durch das Wort Gottes geschaffen. Durch die zweite Person der Trinität, durch Jesus Christus hat er alles geschaffen. Also wer hat aktiv alles geschaffen? Jesus Christus hat alles geschaffen. Der Vater gibt dem Sohn den Auftrag sozusagen. Er hat die Erde geschaffen durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist genauso als Beispiel einfach, wenn es in der Bibel davon heißt, dass David irgendwie die Philister schlug. Nun, David hat nicht allein die Philister geschlagen. Warum wird gesagt, dass David die Philister schlug? Weil David König war, weil David das Sagen hatte. Er war natürlich der Repräsentant, aber wer hat tatsächlich die Arbeit gemacht? Es war natürlich das Herr, das die Arbeit gemacht hat. Gott, der Vater, hat die Erde geschaffen. Aber wer hat die Arbeit gemacht? Jesus Christus hat die Arbeit gemacht. Kolosser 1, Vers 15 sagte, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, die Erstgeborene, die über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Unsichtbare und das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentum oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Also nochmals, alles wurde durch Jesus Christus geschaffen. Die Gottheit Jesu Christi. Im Anfang war das Wort. Was bedeutet die Gottheit Jesu Christi? Dass Christus der Schöpfer ist. Dass Christus alles geschaffen hat. Dass der Vater alles durch ihn geschaffen hat. Was für ein Wunder, dass der unsichtbare Gott sich sichtbar gemacht hat durch sein Ebenbild, durch seinen Sohn Jesus Christus. Was für ein Wunder. Was für ein Wunder, dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde. 1. Timotheus 3, Vers 16 sagt, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Also mit anderen Worten, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, Gott ist gerechtfertigt worden im Geist, Gott ist gesehen worden von den Engeln, Gott ist verkündigt worden unter den Heiden. Also wenn wir Seelen gewinnen gehen, wir verkündigen Gott. Wir verkündigen Jesus Christus, sprich wir verkündigen Gott. Gott ist geglaubt worden in der Welt, Gott ist aufgenommen worden in die Herrlichkeit. Und man kann es natürlich auf die Himmelfahrt Jesu Christi beziehen. Wer ist in den Himmel aufgefahren? Gott ist in den Himmel aufgefahren. Und das ist kein Video, wie gesagt, oder keine Podcast-Folge über die Trinität konkret, sondern konkret geht es hier um die Gottheit Jesu Christi. Wenn dir das Thema der Trinität noch nicht klar ist, wenn du Probleme damit hast, es zu verstehen, ich habe andere Folgen dazu gemacht, die werde ich dir unten verlinken in der Beschreibung. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei verschiedene Personen. Es ist korrekt, dass der Sohn am Kreuz gestorben ist. Es ist nicht der Vater, sondern der Vater hat den Sohn gesandt als Retter der Welt. Das heißt, der Vater ist eine separate Person von dem Sohn. Aber Jesus Christus ist genauso gleichermaßen Gott wie der Vater Gottes. Ein Gott, drei Personen. Und was für ein Wunder, dass Gott sich sichtbar gemacht hat. Dass sein Ebenbild, Jesus Christus, Gottes Sohn, gekommen ist. Dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde. Und was für ein Geheimnis ist das? Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Natürlich, die Dreieinigkeit Gottes ist etwas, was wir nicht zu 100%
völlig ergreifen können mit unserem menschlichen Bewusstsein, weil es nichts Vergleichbares gibt auf der Erde. Es gibt kein Beispiel, es gibt keinen Vergleich, es gibt keine außerbiblische Erklärung, die wirklich die Trinität zu 100% erklären würde. Das heißt nicht, dass die Trinität ein schwieriges Thema ist, denn alle Verse zur Dreieinigkeit in der Bibel sind leicht zu verstehen, es sind eindeutige Aussagen. Was also jemand machen muss, der noch nicht gerettet ist, der noch nicht an die Dreieinigkeit glaubt, ist, er muss einfach all diese Aussagen, die an und für sich einfach zu verstehen sind, auf einmal glauben. Jesus Christus ist Gott, er ist nicht der Vater, es sind verschiedene Personen, ja, alle drei Personen sind Gott und so weiter. Gott sei Dank hat er seinen Sohn Jesus Christus offenbart, Gott und Fleisch. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.